Hallo Kinder, ich grüße euch. Ja, dieses Wochenende habe ich mal Besuch von fünf bauchigen Bierbomben. Und wer da genau alles am Start ist, das nehmen wir jetzt mal unter die Lupe. Den Anfang macht es Waterloo, ein Triple Blond mit 8% aus Belgien, gefolgt von der Kamba Jagerweiße mit 5,2% aus Deutschland. Dann geht es wieder nach Belgien zum La Chouffée Blond mit ebenfalls 8%. Zurück nach Deutschland die Kamba Wildererweiße mit 5,6%. Und zum Abschluss entern nochmal Piraten aus Belgien das Schiff, das Triple Hop Dry Hopped Ale mit 10,5%, wie gesagt aus Belgien. Und ich wünsche euch jetzt erst nochmal ein schönes, bauchiges, bierbombiges Wochenende. Gehabt euch wohl!